Das Urteil ist gerade gesprochen worden, Daniela. Das ist richtig und das Urteil ist deutlich milder ausgefallen, als es ursprünglich von der Staatsanwaltschaft gefordert wurde. Für Angelika W. sind jetzt 13 Jahre Freiheitsstrafe verhängt worden, für Wilfried W. 11 Jahre. Und wir haben gerade aus dem Saal auch erfahren, das hat sie wohl sehr freudig aufgenommen mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Und das kann man sich vorstellen, denn wie gesagt, die Staatsanwaltschaft, die hatte eine lebenslange Haftstrafe gefordert für beide Angeklagte und auch die besondere Schwere der Schuld. Für Angelika W. kann man sich das vielleicht jetzt so erklären, sie hatte ja als Zeugin von Anfang an kooperiert, hatte ja das Gericht oder beziehungsweise auch die Polizei überhaupt erst aufgeklärt, dass es auch zwei Todesopfer beziehungsweise ein Todesopfer gab, von denen die Beamten noch gar nichts wussten. Ja, und bei Wilfried W., da war ja schon von Anfang an die Diskussion, ob er überhaupt schuldfähig ist, eben aufgrund dieser Intelligenzminderung, aufgrund diesem ja nicht vorhandenen Moralbewusstsein. Ja, und jetzt eben die deutlich mildere Strafe. Es ist aber davon auszugehen, wenn die Diskrepanz zwischen den Forderungen und dem eigentlichen Urteil so groß ist, dass die Staatsanwaltschaft höchstwahrscheinlich in Revision geht. Ja, damit ist natürlich zu rechnen. Das werden wir jetzt erst klären können, wenn der Saal wieder aufgeht. Jetzt in diesen Minuten ist ja gerade erst das Urteil verhängt worden. Es folgt jetzt natürlich erst einmal eine entsprechende Begründung. Die dürfte auch entsprechend lang ausfallen. Das war ja ein fast zweijähriger Prozess. Dementsprechend warten wir jetzt natürlich, bis die Staatsanwaltschaft dann wieder aus dem Saal herauskommen. Und dann sind auch Statements angekündigt. Wir werden natürlich nachfragen. Schauen wir ganz kurz nochmal auf das Strafmaß, beziehungsweise wie es dann denn jetzt weitergeht. Ist sofort mit einer Inhaftierung oder weiteren Inhaftierung zu rechnen oder was passiert da jetzt nach diesem Urteil? Nun, Wilfried W., für den wurde ja auch eine Unterbringung in der Psychiatrie gefordert. Dem ist jetzt das Gericht auch nachgekommen. Also er wird in einer Psychiatrie untergebracht. Für Angelika W. ist damit zu rechnen, dass sie inhaftiert wird. Ja, und es wurde ja heute, das Ganze hatte sich ja heute erst einmal lange verzögert, weil heute noch mal ein Zeuge verhört wurde, mit dem erstmal keiner mehr gerechnet hatte. Der hatte offenbar etwas noch dazu zu sagen, wie die beiden in einem Gefangenentransport miteinander kommuniziert hatten. Letztendlich hat sich das dann so aufgelöst, dass er doch nichts zu dem Fall beitragen konnte und letztendlich dann auch an den Plädoyers beziehungsweise wahrscheinlich auch am Urteil überhaupt nichts ändern konnte. Ja, aber wie gesagt, das Urteil ist jetzt gefallen. 11 Jahre und 13 Jahre lautet es für die beiden Angeklagten und ich gehe davon aus, dass das auch direkt mit einer Inhaftierung quittiert wird.